Herzlich willkommen auf unserem neuen YouTube-Kanal der Kirchengemeinde. Heute stehe ich hier bei uns in der Kirche, im Eingang, im Turmbereich. Und hier kommen ganz unterschiedliche Leute herein, wenn die Kirche offen ist. Ich stelle mir das immer so vor, es kommen junge Leute rein, Konfis, die sich Sorgen machen vielleicht über das, was sie erwartet in der nächsten Woche. Die Mathearbeit, der Streit zu Hause, die vielen Hausaufgaben, schon die volle Woche. Es kommen alte Leute herein, die sich Sorgen machen über den nächsten Arztbesuch, vielleicht die Diagnose, die aussteht, die Einsamkeit zu Hause oder auch da der Streit in der Familie, die Sorge vor der Zukunft. Ganz unterschiedliche Leute. Fröhliche, traurige, sorgenvolle, hoffnungsvolle, alle kommen sie hier in die Kirche herein. Und in der Kirche, direkt hinter mir, hängt der alte barocke Altaraufsatz. Und dort ist ein Mann abgebildet. Er breitet die Hände aus. Es ist Jesus. Unter dem Bild steht ein Schriftzug aus Matthäus Evangelium Kapitel 11. Da heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken für eure Herzen. Ich finde, das ist so ein tolles Bild. Leute kommen hier in die Kirche ganz unterschiedlich, mit ganz unterschiedlichen Herzen. Und Jesus breitet ihnen allen gegenüber seine Arme aus und sagt, komm zu mir mit dem, was dich gerade belastet. Ich will deine Lasten tragen, ich will deine Lasten abnehmen. Ich will dir Ruhe schenken für dein Herz. Was für ein starkes Bild. Jetzt ist die Kirche zu, die Gottesdienste fallen alle aus. Aber ich glaube, dass das Gleiche auch für uns zu Hause gilt. Ich glaube, dass Jesus auch bei uns zu Hause ist und uns die Hände gegenüber ausbreitet und uns genau dieselbe Einladung gegenüber ausspricht. Komm doch zu mir mit deinen Sorgen, mit deinen Lasten, mit dem, was dir das Herz schwer macht. Komm zu mir, gib es mir, ich will es tragen. Dann hast du Ruhe in deinem Herzen. Was für eine tolle Einladung. Was für eine tolle Möglichkeit. Ich weiß nicht, was dir gerade besonders das Herz bedrückt. Wir können es Jesus geben. Wir können die Hände falten. Wir können Gott das hinlegen, was uns bewegt, was uns bedrückt. Und ich glaube, er möchte es tragen. Er möchte es nehmen. Und wie toll ist es, wenn wir dann hoffnungsvoll und frei aufstehen können und uns unseren täglichen Aufgaben widmen können und die Lasten nicht mehr alleine tragen müssen. Wie wär's, wenn Sie heute das mal ausprobieren, die Sorgen Jesus geben. Er trägt sie für uns.